Hallo, liebe fünfte Klasse. Heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Rassel selber bauen kannst. Das erste, was du brauchst, ist einen Stock in einer Y-Form zu sammeln, wo du auch mal ein bisschen testest, dass es noch nicht so leicht bricht. Es muss aber auch nicht jetzt extrem robust sein, einfach nur mal stabil. Das zweite, was du brauchst, ist ganz viele Pistazienschalen. Hier etwa für diesen Stock habe ich 40 gebraucht. 40, das sind 20 Pistazien. Ich habe ja ganz viele, weil ich habe jetzt das ganze Winter rüber ein bisschen von gesammelt. Genau. Du brauchst auch noch ein Seil. Auch deine Lieblingsfarbe oder Lieblingsmaterial, das ist ja nicht so wichtig. Du brauchst eine Nadel, damit du durch die Löcher von den einzelnen Pistazien gehen kannst. Und du brauchst etwas für die Löcher zu bohren, eine Spitze. Und ich habe einfach unsere Steine, die wir so schön dekoriert haben, als erstes Projekt, die habe ich benutzt zum Klopfen, damit ich die Löcher bohren kann. Und jetzt werde ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du das Instrument so langsam baust. Als erstes nimmst du alle Schalen, etwa 20 bis 40 Schalen, und bohrst ein Loch in jedes rein. Das Loch muss ja nicht perfekt rund sein. Es kann ja unregelmäßig aussehen. Vor allem soll das Loch nicht so klein und eng sein, sonst geht die Nadel nicht dadurch. Und umso lockerer die Schalen in den Seil sind, umso besser klingt es auch. Und jetzt nimmst du den Nadel mit dem Faden und stichst jeder Schale durch, bis du eine schöne Schalenkette bekommst. Als nächstes bindest du diese schöne Schalenkette an ein Ende von deinem Y-Stock mit einem ganz normalen Knoten und versuchst dann an dem anderen Ende auch zu binden. Dabei musst du auch selber auch vieles ausprobieren. Zum Beispiel, dass das Seil, je fester, gespannter ist, vielleicht weniger Schwingung hat. Obwohl, wenn du das spielst, bekommst du ein klar. Und wenn aber der Faden ein kleines bisschen locker ist, dann siehst du, dass das ein bisschen mehr. Dann bewegt sich der aber ein bisschen zu viel. Dass du guckst, wie viel Spannung willst du für dein Rassel. Nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Und dann guckst du, wie lang ist dein Faden, ob das tatsächlich vielleicht nicht doch ein paar mehr Schalen da rein passt. Wenn du zufrieden bist, dann bindest du an das andere Ende auch und machst einfach einen ganz normalen Knoten. Genau, wenn du schon einen Knoten hast, am besten einen Doppelknoten, dann hast du schon dein Rassel fertig. Jetzt kannst du auch noch dir überlegen, ob du den Stock hier auch malst mit Acrylfarben oder sonst anderer Ideen. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß beim Bauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.